Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute unbedingt mit euch darüber reden, inwieweit es widersprüchlich ist, wenn sich eine Person ja für Body Positivity einsetzt und im gleichen Zuge aber versucht, Gewicht zu verlieren. Genau, ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Video. Bleibt gerne dran, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und ansonsten, Videofrage für heute ist auf jeden Fall, hast du in deinem Leben schon mal eine Diät gemacht oder eben versucht, weiß nicht, Kalorien zu zählen, an 18 Uhr nichts mehr zu essen? Wenn ja, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Viele von euch wissen das auch, dass ich seit meiner Kindheit im Diätwahn war, weil ich so von Seiten der Familie Bodyshaming erfahren habe. Und das hat damals ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und deswegen, ja, finde ich dieses Thema super interessant. Schreibt es mir gerne unten rein. Und zwar hat der Künstler DJ Khaled auf Instagram ein Video von sich gepostet. Oder ich glaube, es waren sogar mehrere Videos, wo er zu dem neuen Lied von Drake, Way Too Sexy heißt das, glaube ich, oberkörperfrei abgeht im Sitzen und so weiter. Und DJ Khaled ist auch dick, der wiegt, glaube ich, zumindest 2019, da gibt es so Artikel darüber, hat er irgendwie 130 Kilo gewogen, hat dann aber 20 Kilo abgenommen. Irgendwie so. Was ist los? Was ist denn? Und das Besondere an dieser ganzen Sache ist, er hat für Weight Watchers Werbung gemacht und war auch Ambassador dafür. Ich habe davon wirklich gar nichts mitbekommen, weil ich habe mal Weight Watchers gemacht, das ist aber auch schon 6 Jahre her ungefähr. Und es gibt da ja immer Stars, die eben auch Teil davon sind und ihre Weight Loss Journey online präsentieren. Und dazu gehörte wohl auch DJ Khaled. Aber er stand eben sehr viel auch im Verruf, beziehungsweise wurde dafür kritisiert, weil er wohl in dieser ganzen Zeit zwar abgenommen hat, dann aber wohl wieder zugenommen hat und generell die Leute es ihm nicht so richtig abkaufen und ihn eben als schlechtes Beispiel von Weight Watchers immer wieder betiteln. Und ich wusste das alles nicht, ich wusste diesen Weight Watchers Hintergrund überhaupt gar nicht. Für mich war er einfach nur DJ Khaled, der geile Musik macht. Und als ich aber dieses Video repostet habe, das habe ich nämlich gemacht, weil ich das so cool und schön fand, dass sich auch ein dicker Mann vor allem in dieser Branche einfach mal traut, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Wampe hängen zu lassen und irgendwie halt auch Teil dieser Body Positivity Bewegung ist. Auch wenn er jetzt kein Hashtag benutzt hat oder sonst irgendwas, aber das bist du ja irgendwie automatisch, wenn du einfach zeigst, wie du zu deinem Körper stehst. Und das fand ich cool, weil es wirklich nicht viele Männer gibt in dieser Bewegung und Männer sich auch nicht repräsentiert fühlen und so ein bisschen lost tatsächlich auch. Also ich kriege zwar nicht super viele, aber ich kriege auch öfter mal Nachrichten von dickeren Männern, die eben sagen, hey, das ist voll cool, was du machst. Leider ist das bei uns Männern auch nicht so leicht, aber da gibt es halt einfach keinen, der sich mal richtig dafür einsetzt. Ne? Als Mann musst du auch immer muskulös sein, du musst irgendwie hart sein, du musst, einfach auch ein bestimmtes Bild erfüllen, was eben nicht alle Männer dieser Welt erfüllen möchten. Und auch viele Männer leiden unter dem Druck, schön sein zu müssen oder beziehungsweise dieses typisch männliche Bild erfüllen zu müssen. Und dann habe ich ein paar Nachrichten gekriegt, die eben gesagt haben, ich kaufe dem das nicht ab, DJ Khaled hat Werbung für Weight Watchers gemacht, ich finde, das widerspricht sich total, du kannst nicht Body Positive sein und dabei aber irgendwie gleichzeitig predigen, wie sehr du doch abnehmen möchtest. Und ich habe mir eben gedacht, geht das wirklich nicht? Schließen sich die beiden Sachen wirklich so stark aus oder ist das einfach irgendwie etwas, was nur auf den ersten Blick nicht zusammenpasst? In meinen Augen ist es nämlich so, dass sich diese Dinge definitiv nicht ausschließen. Es sei zwar dahingestellt, ob jetzt wirklich er geeignet ist als Ambassador für die Brand Weight Watchers, weil natürlich, was möchte Weight Watchers? Die möchte mit ihren Kandidaten andere Leute dazu motivieren, Gewicht zu verlieren. Und wenn eben DJ Khaled kein Gewicht verliert oder zu wenig oder es auch wieder zunimmt, dann stimme ich irgendwo zu. Ist er vielleicht nicht geeignet für eine
Firma, die eben ja, Abnehmen propagiert. Deswegen, ne, es ist halt so ein bisschen, aber schließlich grundsätzlich abnehmen zu wollen und Body Positivity aus, in meinen Augen überhaupt gar nicht. Denn für mich ist das nämlich so, Selbstliebe und Body Positivity sind Sachen, die eigentlich gar nicht so viel mit meinem tatsächlichen Körper zu tun haben. Sondern die haben ganz viel damit zu tun, was bei mir hier drin abgeht, in meinem Herzen und vor allem, was hier in meinem Kopf passiert. Und ich habe durch meinen Content eben auch versucht, so ein bisschen, ja, obwohl mein Körper im Fokus meines Contents steht, trotzdem versucht zu sagen, das ist nicht das, worauf ihr euch konzentrieren solltet in eurem Leben. Denn das ist letztendlich, es ist euer Zuhause und es ist eure Hülle, ja, gar keine Frage. Aber es ist ja nicht das, was euch wirklich als Menschen ausmacht. Ne? Ohne eure Seele, ohne euren Charakter wäre diese äußere Hülle gar nichts. Wärt ihr ein Roboter und würdet ihr plötzlich von jetzt auf gleich eure Gefühle abstellen? Kleiner Verweis an Vampire Diaries an dieser Stelle. Wer kennt es? Dann wäre man einfach nicht mehr die Person, die man ist, weil was einen ausmacht, ist, was in uns drin ist. Und es klingt total kitschig und ich verstehe das auch, dass vielleicht nicht jeder damit übereinstimmt, aber in meinen Augen ist es einfach so. Und ich habe mir über die Zeit irgendwie angeeignet, eher auf mein Gefühl zu hören und weniger auf mein Gewicht zu gucken und dann zu entscheiden, ob ich mich gerade eben gut oder schlecht fühle in meinem Körper. Weil es gibt einfach Tage, da habe ich Hormonschwankungen, ich habe PMS und ich stehe kurz vor meiner Periode. Und das ist die Zeit, in der ich mich zum Beispiel extrem unwohl fühle. Da kann ich auch 3 Kilo abgenommen haben. Es würde nichts daran ändern, dass ich mich unwohl fühle in meinem Körper. Weil einfach Hormone drehen durch. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert, aber ich merke einfach, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann immer einen übelsten Drang, alles sauber machen zu müssen, mich von allem zu trennen. Also wirklich, ich bin da richtig radikal, fange an, meinen Schrank auszumisten und sage einfach, nö, tschüss, kein Bock mehr. Und das ist eben komplett unabhängig von meinem Körper. Und dann kommt meine Periode zum Beispiel und ich merke, ich fühle mich plötzlich wieder total wohl. Habe ich in dieser Zeit abgenommen? Nein. Habe ich sehr wahrscheinlich sogar zugenommen, weil ich während meiner Periode irgendeinen Mist oder vor meiner Periode irgendeinen Mist gegessen habe. Ja. Und trotzdem fühle ich mich 1000-mal besser. Und das ist mein Beispiel an mir selbst und an meinem Körper, was mir eben gezeigt hat, es geht gar nicht um dein Gewicht, sondern es geht einfach darum, was gerade bei dir innerlich abgeht und warum du eben so reagierst. Aber ganz, ganz viele Menschen verbinden das eben mit ihrem Körper. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn ich jetzt 20 Kilo abnehme, dann bin ich trotzdem body positive. Dann muss ich zwar aufpassen und die Bewegung nicht so krass für mich einnehmen, weil ich dann lieber Raum schaffen sollte für Frauen, die ja wirklich darunter leiden und die wirklich dick sind und richtig diskriminiert werden in ihrem Alltag. Und das ist auch der Grund, warum ich aktuell diese Bewegung gar nicht so namentlich nenne, sondern ich mache einfach Self-Love, ich mache nicht Body Positivity, wisst ihr, was ich meine? Weil es einfach für Body Positivity einen geschichtlichen Hintergrund gibt. Dieser Hintergrund kommt ja aus dieser Fat Acceptance, aus dem Fat Acceptance Movement, der von schwarzen amerikanischen Frauen ins Leben gerufen wurde. Bin ich eine schwarze amerikanische dicke Frau? Nein. Deswegen ist es halt generell schon so ein bisschen schwierig, die Bewegung für sich einzunehmen. Die hat sich zwar über die Jahre komplett erweitert, aber trotzdem weiß ich halt, wo stehe ich in dieser ganzen Diskussion von Fettfeindlichkeit. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich persönlich finde, du kannst im Einklang mit dir selbst sein und kannst trotzdem abnehmen wollen. Du kannst deinen Jetzt-Zustand akzeptieren, weil du dich einfach trotzdem als Mensch liebst, weil du einfach magst, wer du bist, wie du handelst, was du ausstrahlst und trotzdem kannst du 20 Kilo abnehmen wollen. Bei manchen Leuten ist es einfach tatsächlich so, dass sie sich mit weniger Gewicht einfach leichter fühlen. Vielleicht fühlen sie sich gesünder und dann sollten sie das doch auch bitte machen. Aber ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie dann Body Positivity geheuchelt haben. Nein, Selbstliebe bedeutet, dass du komplett unabhängig von all diesen Faktoren zu dir stehst und dich magst und dich gut findest. Egal, wie du aussiehst und egal, was gerade irgendwie so
Trend ist oder welche Figur gerade super ankommt oder nicht. Du weißt, wer du bist, du hast Selbstbewusstsein und das ist alles. Und wenn du dann aber entschließt, abzunehmen, weil du vielleicht sagst, ich bin dann wirklich mobiler, mir geht es dann besser, ich kann mich schneller bewegen und vielleicht brauche ich das für meinen Beruf oder was weiß ich, dann schließt sich das in meinen Augen wirklich überhaupt gar nicht aus. Und ich hoffe auch nicht in euren. Und was jetzt DJ Khaled angeht, ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit ihm irgendwas zu tun gehabt oder mich wirklich für sein Privatleben interessiert. Ich kann das nicht beurteilen. Aber es kann durchaus auch sein, dass er durchaus bereit war abzunehmen, aber es aus verschiedensten Gründen einfach vielleicht nicht geschafft hat, in alte Muster verfallen ist und vielleicht auch jetzt gerade akzeptiert hat, einfach wie er jetzt aussieht. Und in meinen Augen ist ja das auch das, was uns tatsächlich dazu führt, gesünder zu sein, dass du deinen Jetzt-Zustand akzeptierst und dann im Einklang mit dir selbst und mit deinem Körper den gesünderen Weg wählst. Wie der dann aussieht, das geht mich nichts an, das geht auch dich nichts an. Für die eine ist es bessere Ernährung, aber einfach ausgewogenere Ernährung. Für die anderen ist es vielleicht mehr Bewegung, für die nochmal anderen ist es beides. Für die anderen ist es wiederum mehr Schlaf, sich mehr Me-Time zu gönnen und so weiter. Und das sollte jedem Menschen einfach frei überlassen sein. Ich bin wirklich der Meinung, wenn man seinen Jetzt-Zustand akzeptiert und dann sich dafür entscheidet, ein gesünderes Leben führen zu wollen, dass man das Ganze viel freier und ohne Druck erreichen wird und auch unabhängig von der Zahl auf der Waage, sondern eben, dass man nur nach seinem Gefühl geht und dann einfach glücklich wird, weil man sich was Gutes tut, wie das eben aussehen mag. Das ist sehr individuell und das ist meine Meinung dazu. Ich möchte gerne deine Meinung hören. Schreib mir das unten in die Kommentare. Hinterlass dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Ciao!